ohne Polemik, was ganz wichtig ist an der Stelle, aber man muss nachfragen nach diesem Auftritt der Bayern-Bosse vor der Kamera. Unsouverän, teilst du die Einschätzung? Ich würde mal damit anfangen, ein ehemaliger bayerischer Ministerpräsident würde zu dieser Geschichte hier gesagt haben, braucht's das? Na, das hat so braucht wie ein Kropf. Ich bin nach wie vor deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte, in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt, dass er diese Schwäche zeigt und dass er vor allen Dingen mit dem ganzen Auftritt eine Arbeit kaputt macht, die dieser Verein, die Führung und ja, der gesamte Verein in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren ganz hervorragend gemacht haben, indem es dem Club gelungen ist, aus diesem Arroganz, aus dieser Arroganzatmosphäre, aus diesem Image, das der FC Bayern Land auf Land an hatte, das sind die überheblichen Bayern und die Großkotzigen. Da ist der FC Bayern runtergekommen. Der FC Bayern hat in den letzten Jahren Millionen und Millionen Fans gewonnen, bekennende Fans. Und jetzt sowas. Damit wird diese Arbeit zum Großteil kaputt gemacht. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum macht Uli Hoeneß, der ist Bauchmensch und der hat eigentlich immer den Eindruck erweckt, dass er jemand ist, der ganz nah an den Fans ist und an deren Wünschen und Bedürfnissen. Wieso macht er sowas? Ich habe schon gesagt, ich verstehe vieles nicht, was da gelaufen ist. Karl-Heinz kommt vorbereitet da rein, bringt das Grundgesetz vor und 10 Minuten später tritt der neben ihm dieses Grundgesetz und das schon seit einem halben Jahr mit Füßen. Und dann mit seiner wird Schelte gegen Bernhard. Richtig. Und da war Bellarabi, da war Özil. Geisteskrank. Und da heißt es immer richtig. Und da geht es um Respekt. Wo ist da der Respekt? Ich muss Respekt vorleben, Achtung vor den Menschen vorleben, Höflichkeit und Fairness vorleben. Dann kommt auch einer zurück. Und das wäre eigentlich die oberste Aufgabe der Führung des Clubs FC Bayern, nicht der AG. Wir müssen ja auch mal differenzieren zwischen der AG, die für den FC Bayern Fußball spielt. Das ist nicht der Club, dessen Präsident Uli Hoeneß ist. Aber vielleicht an der Stelle trotzdem noch mal die Nachfrage, weil Uli und du, ihr kennt euch seit Jahrhunderten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ihr habt gemeinsam, seit 52 Jahren. Seit 52 Jahren. Ihr habt Jugendnationalmannschaft miteinander gespielt, habt viele Kapitel eures Lebens gemeinsam bestritten. Und viele haben das Gefühl, dass er sich verändert hat. Dass er einfach auch das Bauchgefühl, das er hatte, das ihn immer ausgezeichnet hat, dass das nicht mehr da ist im Moment für das, was die Fans des FC Bayern auch brauchen und wollen. Hast du das Gefühl? Ja, es geht immer um die Familie. Es geht immer bei ihm um die Familie. Die FC Bayern-Familie. Ja? Und dann müssten heute die Kinder dieser Familie sagen, aber für den Papa, für den müssen wir uns jetzt einmal gewaltig schämen. Nochmal eins. Wir haben mit dem FC Bayern, mit der FC Bayern AG, ein Unternehmen, das Fußball produziert und verkauft. Im Rahmen der Unterhaltungsbranche. Und diese AG, die macht sie 600 Millionen, Millionen im Jahr Umsatz. So, da geht es nicht darum, dass jetzt irgendeiner der führenden Herren in der Öffentlichkeit davon spricht, dass er aus seinem Bauchgefühl heraus da bestimmte Wörter benutzen muss, um jemanden zu beleidigen, sondern da erwartet jeder und muss und darf jeder erwarten, dass sich diese führenden Leute, und Karl-Heinz tut es ja, sauber, fair und anständig und seinem Rang und seiner Position entsprechend in der Öffentlichkeit benimmt. Wer berät die Bayern, die Bayern-Bosse vor so einer Pressekonferenz? Also wenn das bei mir jemand machen würde oder wenn das in irgendeiner anderen wichtigen
Firma passieren würde. Ich könnte mir vorstellen, dass der oder diejenigen, die als Berater nicht alles dafür getan haben, um diese Konferenz, um diese Pressekonferenz nicht stattfinden zu lassen, dass der geschasst wird. Aber sofort. Oder die. Ich glaube, Paul, vielen, vielen Dank für klare Worte im Blickpunkt Sport. Und ich merke immer noch, wenn du sagst, wenn wir und wenn unser Verein, dass du nach wie vor den FC Bayern in deinen Adern trägst. Ich bin Teil des FC Bayern und der FC Bayern ist Teil von mir. Und so wird es immer sein, ist doch logisch. Und deswegen tut mir das auch so weh, was am Freitag passiert ist. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Paul Breitner.